Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir laden gerade das 13. Kapitel mit dem Titel Opfer des Kult-Horror-Klassikers, würde ich es mittlerweile mal nennen, The Evil Within. Wir konnten im letzten Kapitel mit dem Bus vor einer richtig fiesen Horde Kreaturen, nennen wir es jetzt mal so, fliehen. Und der Raven hat uns mit dem Bus in irgendwelche Häuser geschmissen. Das Problem in der letzten Episode oder Kapitel von mir war, ich hatte absolut gar keine Munition mehr. Und muss jetzt mal gucken, dass ich hier irgendwie was zusammenfinden kann. Dann machen wir das doch so. Mal gucken wir mal, ob hier irgendwas ist. Aber irgendwie ist hier wieder ein Auge. Naja, interessant ist auch wieder, dass der Bus hier reingedonnert ist, aber es kein Loch von hinten gibt irgendwie. Wir müssen nach unten. Halt durch, wenn du da unten bist. Wir kommen. Ja, wie sollen wir denn? Ich brauche erstmal Munition. Komm, eine Pufflampe. Aha, Tagebuch von mir. 1. September. Ich gehe davon aus, dass das wieder ein langwieriges Level sein wird. Ich kriege immer mehr von diesen Streichhölzern. Mir scheint, als wenn ich sie denn auch bald mal bräuchte. Ne, ich will da jetzt nicht rein. Ich brauche Munition, Leute. Ich brauche echt Munition. Ich hab nichts. Gar nichts. War das ja gerade meiner oder nicht? Ist das Säure? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich brauche aber was hier. Okay, ich muss irgendwie da durchkommen, ohne kaputt zu gehen. Herzlichen Glückwunsch, Micha. Herzlichen Glückwunsch, Micha. Wie gesagt, ich spiele diese ganzen Level auch zum allerersten Mal und versuche es so gut es geht auch dann zu bewerkstelligen. Es ist nicht immer möglich. Ist das Säure? Ist ja egal, ich werde mein Bestes geben, dass ich hier durchkomme. Wäre schön, wenn hier noch ein bisschen Munition zu finden. Munition alle? Ey, du sollst die Waffe wegtun. Hier haben wir doch was. Oh, nee, gar nichts. So, jetzt muss ich irgendwie. Okay, hier muss ich jetzt was bauen. Okay, das macht er von allein. Ah! So kommen wir ja sicher durch. Wunderbar. Also es ist eine neue Art von Falle. Kann mir mal einer verraten, wo mein Freund ist? Ich habe keine Munition. Ich muss hier durch, Leute. Verschlossen, verschlossen. Boah, es ist alles ineinander gefallen hier. Denn so eine Verwüstung verursachen? Ja, der Kopf kann das. Ist das eine U-Bahn, die da aus dem Boden guckt? Ja, aber schau, wie sie liegt. Wenn wir es bis dahin schaffen, könnten wir mit ihrer Hilfe rüberkommen. Boah, das ist auch krass. Konzentrieren wir uns darauf, hier rauszukommen. Die U-Bahn verbindet das eine Ende zum. Ja, okay, ich rede nicht mehr. Bei mir kommt heute eh nur Müll raus, deswegen. Ich brauche Munition, was anderes interessiert mich absolut gar nicht mehr. Da los, kann ich da drauf? Oh, hier ist ganz viel Munition. Wunderbar. Ich bin wieder glücklich. Ich werde aufhören, von Munition zu reden. Ich denke mal, ich nerv das bestimmt schon ein bisschen. Aber wenn ihr so Spiele auch schon gespielt habt und selber vor dieser Situation standet, aber hier finde ich erstmal nichts mehr. Wie komme ich denn jetzt?
Ja, ich muss da runter. Wieso geht er nicht da runter? Wir können auch hier drauf springen, aber er hat keine Lust. Ich muss das abschießen, ne? Habe ich mir schon fast gedacht. Aber es sah auch wieder ganz schick aus, dafür die Munition zu verschwenden. Wir winken. Oh. Riskier das lieber nicht. Warte, ich glaube, ich sehe einen anderen Weg. Wir treffen uns weiter unten. Ja, dann machen wir das doch. Wunderschön. Ich freue mich. Ich bin wieder ganz alleine und muss hier durchkriechen. Scheiße. Erst Kidman, dann... Was passiert hier? Oh, kennt ihr den noch? Ich hasse ihn. Der konnte sich beamen. Der konnte sich beamen. Ja, Leute, ich habe keine Möglichkeit zu schießen. Ja, theoretisch schon, aber... irgendwie auch nicht wirklich. Versuche jetzt einfach. Ich gebe mein Bestes. Ich kann nicht mehr als versuchen. Ich glaube, der kommt. Ja. Ich glaube, er kommt nicht. Ich glaube, er wartet. Ich habe hier noch was. Interessantes, ne. Der ist rechts runtergegangen. Mhm. Eine Falle. Und Munition, ey. Ich liebe dieses Level. Jetzt schon. Ich glaube, hier wird der kaputt gegangen sein. Hier war eine Flasche, die nehmen wir uns mal vorsichtshalber mit. Dreh dich um. Komm, dreh dich um. Dann packe ich mir dich. Und zwar so. Voll in deinen Kopf. So brennen wir dich mal. Hinten hatte ich noch die Möglichkeit, Streichhölzer aufzusammeln. Soll ich mal holen gehen? Ich gehe mal davon aus, dass ich jetzt hier sicher bin. Relativ. Nehmen wir uns doch welche mit direkt. Dann haben wir auch welche. So. Machen wir das zu unserem Zuhause hier, ne? Hier geht's wahrscheinlich weiter. Nein, ich muss erstmal gucken, ob ich Munition kriege. Ich höre fiese Geräusche. Thank you.
Haben wir uns angeschlichen. Habt ihr gehört, wie ruhig ich bin? Ich war ganz leise und habe mich dem ganz schön hart angeschlichen. Und es hat geklappt. Da ist irgendwie noch irgendwas am rumfauchen. Ist mir egal eigentlich. Ich laufe jetzt hier durch. Oder schleiche ein bisschen durch. Na, lass mal den in Ruhe. Den lasse ich in Ruhe. Links, rechts, überall sind irgendwelche Stimmen. Na, nicht vom Beirren lassen. Oh, ich glaube, hier kriegen wir ein paar Sachen. Flasche wollen wir nicht. Streichhölzer auch nicht. Ah, kriegen wir hier nichts. So, ich komme von hier. Ich werde jetzt noch eben hier links rumgehen, aber es ist nichts zu holen. Also ich muss auf jeden Fall hier rüber. Wahrscheinlich erstmal dieses Säureproblem lösen. Wahrscheinlich, weil es nicht zu lösen geht, muss ich hier rum. Okay, ich habe es verstanden. Oh, ich weiß gar nicht, was ich noch sagen soll. Ich bin angespannt. Da war auch noch irgendwas. Oh. Ei. Der hat was verloren. Das nehmen wir uns zurück auf. Links war auch noch so ein Geräusch gerade. Ich glaube, das war der Fiesling. Da kann man mal eben ein bisschen... Komm, geh da dran und... wir sind jetzt gerade noch unentdeckt. Das hier dauert was länger, deswegen machen wir das mal eben. Jetzt kann man nämlich auch hier durchgehen, ohne dass uns was geschieht. Vielleicht ist hier noch irgendwas. Nee. Doch, hier ist es. ja. Weiter im Text. Also, um das nochmal kurz aufzugreifen. Ich habe keine Ahnung, wie ich das schaffen soll. Absolut gar keine Ahnung. Hier ist irgendwas. Ah, ich habe den gerade so einen Qualenbolzen abgezogen. So, den schnappe ich mir jetzt noch. Okay, der geht darüber. Das ist jetzt ein bisschen taktisches Denken, ne, was ich hier machen muss. Es tut mir wirklich leid, das ist wahrscheinlich nicht schön zum Zugucken, aber... ich weiß nicht, was hier passiert. Ich habe keine Ahnung, auf was ich mich hier einlasse. Deswegen... Egal, wir haben den jetzt geschnappt und hauen ihm jetzt erstmal ein Messer in den Kopf. Geräusche habe ich gehört da hinten. Aber die sind ja im Endeffekt abgesperrt durch dieses. Dem tut das nichts, ne? Okay, nicht auf den Kopf, sondern auf die Beine hinfallen lassen und dann verbrennen. Das ist auf jeden Fall gut zu wissen. Das mache ich jetzt öfters.
das gerade ein Monster oder sind das diese ekligen... Ah, Mann, das ist auf jeden Fall schön gemacht. Man entdeckt immer irgendwas Neues. Das finde ich echt gut an diesem Spiel. Ist echt nicht schlecht gemacht. Und vor allem dieser Gruselfaktor, der ist ja echt enorm. Also... Respekt. Das ist echt schön gemacht. Gut gemacht. Und zack. Genau in die Mitte. Wir sind langsam geübt. Zu früh gefreut, ne? Zu früh gefreut? Habe ich denn noch so ein... ja, eine Spritze. Ja, ich habe noch eine Spritze. Jagen wir uns die mal erstmal rein. Und gucken, ob hier noch irgendwas los ist. Ich hasse diese Fallen, ne? Zum Glück weiß ich seit neuestem, dass man diese Fallen sehr gut umgehen kann, indem man einfach nur ducken drückt. Aber da muss man erstmal so schnell drauf kommen. So, das war auf der anderen Seite. Komme ich noch ein Stückchen Munition oder so? So, sehen wir unseren Bus? Ich sehe ihn nicht. Vielleicht hier? Keine Ahnung, wir gehen weiter. Also anscheinend ist hier keine Munition oder sonst irgendwas mehr zu holen. Vorratsraum. Oh. Das sind auch fiese Fallen, ne? Oder was sagt ihr dazu? Leer. Warum ist das leer? Da ist Munition drin. Irgendwie... Geht nicht kaputt. Dieses flackernde Licht, das ist doch nicht normal. Ne? Da sehe ich das hier irgendwie falsch. Oh, ich habe den Kontrollpunkt erreicht, aber ich weiß ganz genau, dass gleich dieser Wichser kommt. Ich höre ihn schon. Wenn der mich erwischt, bin ich gefickt. Und geliefert und alles andere auch. Also ich bin eigentlich immer ein sehr optimistischer Mensch. Aber... Heute wird das nichts. Ich kann gleich eine Frambo machen und den versuchen wegzuhauen. Oder ich schleiche einfach. Ein Stückchen weiter. Ich glaube, der baut die Fallen auf für mich. Und er weiß, glaube ich, nicht, dass ich da bin. Oder doch? Ich glaube, er weiß alles. Er ist nämlich weggegangen. Schnappt ihr das? Zap, zap. Da ist noch Munition. Für die Pumpgun. Direkt nachladen, ey. Zack.
Ach, Mann. Die Fallen jetzt mal hinweg machen. Mal den. Da geht's, ja. Die Falle muss natürlich ja auch weg. Das dauert immer was länger. Die Säure. Aber auch ein nettes Gimmick. Irgendwie haben die sich da schön überlegt, dass nicht alles immer gleich ist. Das finde ich nicht verkehrt. Boah, hab. Ich hasse es, wenn sich irgendwie irgendwas bewegt, ne? Und ich habe gerade fast einen Kotzreiz gekriegt. Da gehe ich nicht weiter. Bevor ich da sterbe, gehe ich hier weiter. Was denn geht? Gehen wir durch den Schacht. Und kommen wo raus? Hier raus. Und wo ist hier? Ich weiß es nicht. Aber anscheinend sollten wir langsam mal unsere Fähigkeiten verbessern. Scheint mir so. Ach, Kontrollpunkt erreichen. Kidman! Wir sind fast da. Wir sind fast da, Leute. Ich habe so das Gefühl, dass mir der nette, gesellige Mensch gleich. Oh oh. Die Tür öffnen. Was kann jetzt passieren eigentlich noch? Also die bahnen mir den Weg. Habt ihr das gesehen? Die Raben. Die sind auf meiner Seite. Ich kann hier wahrscheinlich nicht weiter runter, oder? Ne. Das ist alles schon vorprogrammiert. Man ist auch richtig verschlossen. Verkehrt. Nein, 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 nicht alle. Oh Mann. Haben Sie es noch nicht kapiert? Er liebt es, andere zu quälen. Sie wissen zu lassen, dass er am längeren Hebel sitzt. Leg Köder aus. Piesackt seine Opfer. Seine hinterhältigen Fallen. Als es mich erwischt hat, war mir absolut klar, was vor sich geht. Ich habe es erkannt. Aber ich konnte nicht mehr zurück. Ich wollte die Wahrheit erfahren. Das wusste er. Ich denke, das war Detective für mich. Castellanos. Lady, seien Sie ehrlich zu mir. Werde ich verrückt? Wenn Sie überleben wollen, sollten Sie sich gut überlegen, wem Sie vertrauen. Okay, also wird das eine Falle sein mit meinen Freunden. Aber hier, das, wie gesagt, das habe ich schon mal erwähnt, das soll wohl meinen Kopf darstellen. Und mein Kopf zerfällt. Schätze ich. Ob das stimmt, keine Ahnung. Aber es hört sich interessant an. Es gibt auch so Filme, die so ähnlich sind. Wie heißen die nochmal? Vielleicht, wenn ich drauf gekommen bin, werde ich es beim nächsten Mal erwähnen. Fällt mir gerade nicht ein. Speichern brauchen wir nicht. Machen wir unsere Fähigkeiten. Oh, komm, wir machen unsere Fähigkeiten. Ja. Ab in unseren Lieblingsstuhl. Ich meine, wir haben nur 16.950, aber wir können unsere Fitness damit ein bisschen pushen. Ja, das hätten wir das auch mal. Ich bin jetzt wieder voll. Meine Energieanzeige ist weiterhin sehr beschränkt. Habe ich eigentlich mittlerweile mal so einen schäbigen Schlüssel bekommen? Jetzt kann man voll lange laufen, Leute. Oh, hier ist irgendwas. Der hat ihn nicht fest aufgemacht. Ich hab Kack. Wo kriegt man denn diese Schlüssel her? Ich verstehe das nicht. Jetzt los. Ich weiß nicht, wo wir sind. Achso, das ist dann der Raum, wo wir gerade hätten. Okay. Ja, Kidman. Meine Freundin.
das ist auch ein sehr gruseliges Bild. Das erinnert mich an eine Episode. Ich glaube, die fünfte war das. Die hat so ein Auge, das über alles wacht irgendwie. Ja, wo geht's denn jetzt weiter? Muss ich wieder zurückgehen? Hat sich hier was verändert? Munition. Wunderbar. War das jetzt hier alles? Kann doch nicht sein. Ach, die Tür war eben verschlossen, stimmt. Die Türe war eben verschlossen, Leute. Zack. Eine Spritze. Ach, schön. Ist das schön. Ist das schön. Was ist das? Für ein Gremlin, ey. Ach ja. Was soll's? Wir spielen einfach mal weiter und machen uns Freunde jetzt, indem wir hier nicht reinkommen. Ich gehe jetzt einfach mal vor. Ich habe ein paar Schüsse, ein bisschen Munition. Hier komme ich rein. Nein, verschlossen. Hockt da jemand? Dann hoffe ich jetzt mal, dass ich den umbringen kann. Ich hab gedacht, ich hätte die einsammeln können. Ach, Leute, ich geh mal. Ich verpiss mich mal eben hier wieder rein. Warte ein bisschen. Und dann baller ich mir eine neue Spritze rein, die ich gerade eben aufgesammelt habe. Ist das nicht schön? Ich denke, was blinkt da die ganze Zeit? Dann greift der Pisser mich an. Kann auch nicht sein, ne? Ich habe zwei Spritzen sogar. Wunderschön. Ballern wir uns beide rein. Nachladen und weiter geht's. Hallo? Ich habe mich doch geduckt. Verstehe ich nicht. Das hat wohl nicht geklappt mit dem Ducken. Ja, vielleicht haben wir Glück und wir finden hier irgendwas Brauchbares. Kartenfragment 25. Das sieht toll aus, diese Karte. Wunderschön. Wunder, 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 toll. Ich glaube, ihr hört das, wenn ich die ganze Zeit hier X drücke wie ein Behinderter, ne? Aber hier ist wirklich nichts zu holen. Vielleicht hier am Automaten wieder? Diesmal auch nicht. Geht er vor den Auto. Der will nicht. Er will nicht. Dann hat er Pech. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich laufe hier voll in den Hinterhalt. Naja, wir laufen einfach mal weiter. Das haben die schön gemacht, ja, mit diesen dunklen Stellen. Und selbst mit dem Licht siehst du nichts. Es geht hier sogar noch weiter. Irgendwie. Ach Mann. Ist doch alles... alles grausam hier. So, ich bin da. Und bin eine Runde gelaufen. Na, gehen wir wieder in den Schacht. Bis jetzt sind wir aus dem Schacht raus und es ist uns noch nichts passiert, aber... ich wage zu bezweifeln, dass das immer so bleiben wird. Schön, ein paar Sachen wieder, ein paar interessante Sachen für unser Equipment. Ja, das ist schon die 18. Schublade, wo einfach nichts drin ist. Na, ich verstehe das nicht. Ja, ja, ja. Da sind Streichhölzer, die wir nicht brauchen.
dann machen wir das kaputt. Und da ist etwas drin, was wir gebrauchen können. Mittlerweile können wir mal wieder ein paar... Wir können wieder ein bisschen von diesen Bolzen bauen. Für den Qualenbolzen. Das ist auf jeden Fall sehr nützlich. Später. Heute, jetzt noch nicht. Jetzt gucken wir erstmal, dass wir hier durchkommen. Da können wir auch was kaputt machen. Nee. Ist nichts. Jetzt gucken wir erstmal, dass wir so das Level überstehen. Joseph? Joseph? Wo bist du, Joseph? Ich glaube, hier ist eher ein Monster. Was wird denn hier gekocht? Wein? Whisky? Gar nichts. Bier? Ja. Ich habe echt ein Pech, ne? Dass da überall nichts drin ist. Kann ich hier rein? Ne? So. Auch nichts drin. Das gibt's doch nicht. Ganz ehrlich. Wie viel Pech habe ich denn? So, der ganze Tisch ist abgeräumt jetzt, ne? Dann gehen wir mal weiter. Mach Lärm, mach alles. Den verbrenne ich jetzt erstmal. Kann ich nicht, der ist schon tot. Oh, fuck. Ich muss wirklich. Und jetzt? Kennt ihr das Licht noch? Ich werde jetzt erstmal... Das hat nämlich eigentlich ganz gut geklappt. Die Dinger hier bauen. Die haben ganz schön viel gebracht. Gleich sofort sterben, weil ich nicht weiß, was mich hier erwartet, aber... Oh, rotes Licht heißt nichts Gutes. Das ist immer das Gleiche. Ich hasse das rote Licht. Gar nicht, wie viel Gänsehaut ich gerade habe, ne? Könnte ich das wahrscheinlich gar nicht vorstellen. Da waren hier so Schalter, die ich mal betätigen muss. Oh, liebe Leute, ey. Ich sehe doch gar nichts. Ich sehe absolut gar nichts. Was mache ich jetzt? Wahrscheinlich rechtzeitig laufen, ne? Die Teile geben wir am Sack. Bleibst du leben? Lass mich das auf. Schaffe. Ach, leck mich fett am Arsch. Ich bin tot. So gut wie. Ich
schneiden mich doch weg. Ja, jetzt bin ich tot. Und ich bin tot. Okay, die sehen mich, glaube ich, nicht. Ja, ich muss jetzt nur irgendwie. Ich warte jetzt einfach, ob sie weg sind. Ich wollte ja verschwinden. Ich glaube zwar nicht. Ich glaube, die haben es auch wieder gesehen. Das können die auch noch explodieren. Schön. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist, weil dieser Raven mich hasst. Er hasst mich einfach. Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Ich hasse es. Dieses Level gefällt mir am allerwenigsten von allen. Ja, wir bauen uns erstmal diese Scheißfallen ab. Die können sich wenigstens noch nicht bewegen. Sammeln hier ein bisschen Equipment. Ich laufe jetzt einfach durch. Wisst ihr das? Kein Bock auf dieses Scheiß-Gewarte. Also rechts ducken. Das klappt auch doch nicht so, wie ich gedacht habe. Also diese Viecher, die sind eigentlich dumm. Die fahren nur. Das Problem ist dabei nur, dass sie mich hassen. Einfach und ich schaffe es hoffentlich. Komm schon, stick schon. Wunderbar und raus. Hat sich das Licht verändert? Ja, ich habe es geschafft. Ich laufe jetzt erstmal kurz hier durch, ey. Kurz verschnaufen. Ganz kurz nur verschnaufen. Vielleicht hat sich das sogar gelohnt. Dass ich hier so todesmutig durchgelaufen bin. Ja, wunderschön, hat sich gelohnt. Es hat sich tatsächlich gelohnt. Oh mein Gott. Es ist schon wie gewonnen. So fühlt sich das gerade an. So, dann laufen wir unserem Freund mal hinterher. Tür ist zu. Ja, also viel muss ich jetzt da nicht machen. War schlimmer als gedacht. Hey, jetzt ist er mit mir hier drin, ne? Du schon wieder? Boah, es ist gruselig. Boah, ich sehe den nicht. Ich sehe den gar nicht. Ich hatte gerade eben welche gebaut, ne? Die, Scheiße. Komm, dann. Ich pump den jetzt weg, ey. Scheiß drauf. Papi. Pam, pam, pam. Komm. Ich bin gleich in so einer scheiß Falle drin, ich weiß, aber.
jetzt ist er gerade weg. Ich muss Bolzen bauen. Ja, ist egal. Erstmal die. Ja, geh da durch. Ey. Ach komm, rein da. Mach was du willst, aber verschwinde von dem Ort, ey. Leute, ich hab's erstmal jetzt geschafft. Ich glaube, wir finden Kidman. Rechtzeitig. Alles dunkel. Hallo? Das ist mir zu dunkel. Ein bisschen Licht. Verdammt! Bitte. Ja, komm schon. Ich wette, jetzt sieht man Raven. Oder sowas in der Art. Bin ich tot? Nein. Oh, ich bin wieder alleine. Also ich fühle mich ein bisschen wohler, wenn mein Freund dabei ist. Aber der mag mich irgendwie nicht mehr. Habe ich so das Gefühl. Ach, egal. Machen wir es mal Licht an, ne? Hier bin ich gerade rausgekommen. Irgendwo. Aus der Küche in die Küche. Ich sollte jetzt Kidman finden. Ja, dann finden wir jetzt Kidman, weil die ist ja nicht weit weg. Kontrollpunkt erreicht. Das heißt, ich kann wieder sterben. Ich habe den hässlichen Wichsgriff jetzt umgebracht, ne? Hier scheint's gut zu gehen. Was hat sie nur vor? Ah? Ist das Leslie? Du weißt, dass du ihr nicht trauen darfst, ne? Du darfst ihr nicht trauen, Junge. Ich weiß gar nicht, ob es hier ein Happy End hat. Ich weiß nur, zück die Waffe, sonst bist du am Arsch. Exit links. Ja, und nach rechts. Und hier ist bestimmt eine Spritze drin. Komm. Ah. Gar nichts. Wo fick ich hier rüber? Wir sind rausgekommen. Das ist tatsächlich Leslie. Oh, das sieht auf jeden Fall harmonisch aus. Vielleicht ist es das Ende. Ja, ich glaube, das ist noch nicht. Nach Hause? Mit dem Zug bis nach Hause? Nein, Leslie. Heute nicht. Du beschützt du mich? Ja, das ist mein Job. Gut, gut, gut. Wenn ich nach Hause komme, werden sie sich wundern. Ja, er wird sich wundern. Es ist nicht deine Schuld. Es tut mir leid. Halt! Du verstehst nicht. Du weißt nicht, was aus ihm wird. Oh doch. Ich hab's gesehen. Du verstehst nicht, was Rubik eigentlich will. Dann sag's mir, was will er denn? Er will Leslie. Dann geht es um sein kleines Forschungsprojekt. Verarsch mich nicht. Ich habe einen Auftrag. Er darf den Jungen nicht bekommen. Leslie ist der Einzige, den er... Wow. Jetzt reden alle völlig am Rand. Ich meine, okay, ich kann es nachvollziehen. Boah, das ist ein Ding. Yeah!
Ich habe das Level geschafft und überlebt. Ja, ich weiß nicht. Hat Spaß gemacht. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, man sieht sich wieder auf meinem, beziehungsweise unserem YouTube-Kanal, den Game Addictors. Ihr habt dem Michael heute zugeguckt. Micha, Michi, keine Ahnung, wie auch immer. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ich hoffe, ihr werdet in Kapitel 14 genauso fleißig zugucken wie jetzt aktuell gerade. Super wäre das. Für einen Daumen hoch würde sich natürlich jeder von uns freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.